Damals gab es bei den großen Fußballspielen nicht nur FIFA, sondern auch eine große Bandbreite an Serien. Eine der besseren Serien war dabei Sensible Soccer, das ich damals auf meinen 386er hoch und runter gespielt habe. Irgendwie hat es die Serie auch auf den Gameboy geschafft. Aber wie schlägt sie sich dort? Was taugt Sensible Soccer für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Sensible Software programmiert und von Sony Image Soft exklusiv bei uns in Europa 1993 veröffentlicht. Sensible Soccer stand von Anfang an eher für Realismus und nicht so sehr für eine eher arcadige Umsetzung wie zum Beispiel Nintendo World Cup. Ein besonderes Feature war dabei immer das Ballverhalten. Der Ball klebt nämlich nicht wie in anderen Spielen einfach automatisch am Fuß des Spielers. Beim Dribbeln müsst ihr also immer gut aufpassen, diesen nicht zu verlieren. Wie dieses Prinzip hier umgesetzt wurde, erzähle ich euch aber später. Zuerst einmal möchte ich hier auf die verschiedenen Optionen und Spielmodi eingehen. Davon gibt es nämlich so einige. In den Optionen könnt ihr erst einmal euer Spielerlebnis etwas anpassen. Da kann das erwähnte Dribbeln oder die Steuerung vereinfacht werden und das Wetter zugeschaltet werden zum Beispiel. Auch bei den eigentlichen Spielmodi gibt es so einiges, wobei hier natürlich keine großen Überraschungen da sind. Es gibt ein Freundschaftsspiel, Turnier oder den Liga-Modus. Und die muss ich hier wohl jetzt nicht weiter erklären. Wenn ihr euch dann für einen entschieden habt, könnt ihr noch euer Team aus verschiedenen Städten aussuchen. Wobei die Auswahl relativ beschränkt ist, wobei das jetzt auch keinen großen Unterschied macht. Dann könnt ihr noch vor dem Spiel noch aus verschiedenen taktischen Optionen auswählen und zum Beispiel eure Aufstellung anpassen. Das klingt jetzt zwar natürlich erstmal gut, fühlt sich aber aufgrund des kleinen Displays sehr fummelig an und so werdet ihr schnell keine Lust mehr darauf haben. Okay, nach diesen ganzen Auswahlmöglichkeiten kommt ihr dann endlich zu dem eigentlichen Spiel und hier begegnet euch die erste Überraschung. Es fühlt sich im Vergleich wirklich realistischer an. Die Spieleranzahl stimmt und das Ballhandling fühlt sich auch wirklich echter an. Bei den Steuerungsoptionen steht euch natürlich nicht großartig was anderes zur Verfügung als beim anderen Spielen. Eine Taste ist ein Schuss, andere Taste ist der Pass. Eure steuerbare Figur wechselt immer je nachdem durch. Aber wie fühlt sich das Spiel jetzt an? Für mich als Nicht-Fußballprofi ehrlich gesagt sehr zäh. Das mag natürlich auch realistisch sein, da hier dann eben ein Spiel in der Regel 1:0 oder ähnlich endet, aber für mich ist da der Spielspaß irgendwie nicht da. Vor allem, weil es auch hier an der einen oder anderen Komfortfunktion mangelt. Eine kleine Übersichtskarte wäre vielleicht nicht verkehrt, damit ich weiß, ob ich nach vorne passen kann und da auch einer meiner Mitspieler wartet. Durch die Draufsicht hapert es nämlich etwas an der Übersicht. Auf der technischen Seite erwartet euch hier ein sehr spartanisches Bild. Während die Menüs und Zwischengrafiken noch recht ansehnlich sind, ist das eigentliche Spielgeschehen wirklich sehr simpel dargestellt. Die Spieler sehen auch eher aus wie Aliens und der Sound ist, naja, sehr minimalistisch. Eine musikalische Untermalung findet während der eigentlichen Spiele nicht statt. Hier wurde wohl zugunsten der vielen Spieler auf die Qualität verzichtet. Aus heutiger Sicht ist das daher nicht mehr ganz so schön. Was taugt Sensible Soccer für den Gameboy also heute noch? Damals mag es vielleicht okay gewesen sein. Der Ansatz war ein anderer und hebte sich damit gut von der Konkurrenz ab, aber aus der heutigen Sicht kann ich das Spiel jedoch leider nicht empfehlen. Die sehr simple Technik vermisst euch dann doch recht schnell den Spielspaß, zumindest wenn ihr keine nostalgischen Gefühle zu diesem Spiel habt. Spielt lieber eine andere Version aus diesem Franchise. Das war Tesso Sensible Soccer für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.